Da euch ja Superliminal so hart gebockt hat, würde ich sagen, betreten wir mal wieder eine Welt, in der es uns obliegt, mithilfe unserer Tools die Realität so zu shapen, wie wir es brauchen. In diesem Falle kommt dort eine Kamera zum Einsatz. Es gab mal eine Demo, die wollte ich eigentlich schon spielen, hatte ich allerdings nie getan. Und jetzt ist ja schon seit einer ganzen Weile, ein paar Monate, glaube ich, die Vollversion raus. Also das Spiel ist noch halbwegs jung und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an und altern mit ihm zusammen. Vor allem im Kopf, wenn ich mir die Rätsel zu Gemüte führe. Dankeschön auf jeden Fall fürs Hiersein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ganz viel Spaß. Ja, Zeit zu erkunden. Und da gibt es auch einiges zu sehen in diesem ziemlich schönen Spiel. Finde ich sehr, sehr nice. Halt so ein bisschen, ja, wie gemalt. Halt so abseits vom Realismus. Ich mag diesen Artstyle. Ist halt irgendwie so mystisch. Fast schon ein wenig Anime-mäßig, würde ich sagen. Weißt du, wenn ich jetzt ein Schwert hinten auf dem Rücken und einen kurzen Rock hätte, dann würde ich fast sagen, ich spiele Genshin Impact, aber was weiß ich schon. Gut. Zeit zu erkunden, wurde gesagt. Dann werden wir das mal tun. Hallo. Oh, was steht da? Ich fürchte, der Buttergeschmack muss noch verbessert werden. Buttergeschmack kannst du nicht verbessern. Buttergeschmack ist 10 von 10. Ich bitte dich. Wir programmieren Kissen und schauen uns das Filmmaterial an. Danach kommt Popcorn. Oh, nicht nur Popcorn kommt danach. Was heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Du könntest alles bauen und trotzdem baust du ein Labor. Was ist das, meine enttäuschte Mom oder was? Oh nein, Sohnemann. Schon wieder nur eine 1? Was ist mit einer 1 plus, hä? Du hast echt nachgelassen. Ja, okay, ich werde kein Wissenschaftler, ich werde... Was ist halt die Steigerung, ne? Oh. Alles klar. Oh. Warte mal, wir haben so einen kleinen... Wir schweben so ein bisschen. What is this place? Ja, frage ich mich auch, Alter. Nee, ist noch kein Schwert da und baumelt auch nichts raus. It's beautiful. Verwildert nennst du das? The world. I doubt it. Whoa, you okay? Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's a okay. Good, gut zu wissen. Halte R gedrückt, um zurückzuspulen. Was? There must be a way to get back up there. Warte. Oh, you're what? That's sick. Wie heftig ist das denn? Okay, diese Brücke hier ist nicht sicher. Wir versuchen es mal mit der hier. Sieht auch irgendwie nicht sicher aus. Oh, ist okay. What's an old photograph doing here? Foto aufheben. Hat rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Drücke dann. Oh. Wait. Oh, wie geil ist das? Ich find's halt auch so cool, dass das wieder in die gleiche Kerbe schlägt wie Superliminal. Oder wie hieß das andere, was wir noch gespielt haben? Auch mit so Fotos, Liminal Gallery, glaube ich. Aber das war ja nur so ein kurzes 20-Minuten-Game. Was halt so ein Gimmick hatte. Auch so ungefähr. Das war ja bei Superliminal ja an die Spitze getrieben. Aber das ist schon doch auch sehr einzigartig. Mit diesem Rückspulen und so. Finde ich super cool. Willkommen. Teleporter! Oh hell yeah! Let's go! Glad you made it in one piece. Weiß ich noch nicht. Hm. So, was haben wir hier Schönes? Batterie aufheben. Alright. Was machen wir damit wohl? Boah, Alter. Ich krieg grad so ein bisschen Augenfasching. Huh! Ich hoffe, ich habe mich nicht zu überzockt. Boah, ich lass die erstmal liegen. Das liegt nicht an dem Spiel. Es liegt an mir. Es ist nicht eure Schuld, es ist meine Schuld. Mal gucken. Das Spiel geht ungefähr 2 Stunden. Vielleicht mache ich das so in 2 Parts. Hier ist es so still. Well, wir könnten ja hier noch einen Raum hinbasteln. Nako, you know I cannot stand these types of activities. Hiraya, my love. Please, hold still. What do I even do with my hands? Just relax them and try to smile. Aha, Ron hat einen Tipp, was du mit deinen Händen machen sollst. Digital landscape.
tell ist übrigens nicht so, wie es aussieht, okay? Is this technically traditional or digital? Enough questions. Stop moving. Smile. Das ist für eine awkwarde Konversation. Wait, what? Wait, hä? Warum bin ich so winzig? Warum bist du so klein? Ah, oh. Fühlt ihr euch auch irgendwie manchmal ein bisschen beobachtet? So, warte mal, da haben wir eine Batterie. Achso, das ist die neue, ne? Muss man da draufsetzen wahrscheinlich. Right? Oh, wir brauchen drei. Ah. Hey, capisce? Entschuldigung. Yeah? It's almost working. Looks like we need one more. Wo ist denn eine? Da in dem Raum, den wir da hingesetzt haben? Aber ich weiß nicht, ob wir die aufheben konnten. Ah, oh, wir können. Das kommt aber eben noch nicht, oder? Ich hab doch nachgeschaut. Ist das schlimm, dass die grau ist? Tut mir leid. Wir haben nur noch die. Sehr cool, weiter geht's. Okay, wo sind wir denn jetzt? Reinhard May wüsste wo. Mhm. Oh. Yeah. Geil. Du brauchst keine Batterien, oder was? Oh, doch. Und zwar eine. Schon ein bisschen brenzlig, wie ich das hier veranstaltet habe, ne? Warte. Was ist hier? Ich höre Grillen. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Geschlossen? Was habe ich denn aufgesperrt? Oh, darf ich jetzt bitte hier bleiben? Ey, zieh dir mal rein, wie schön! It looks like someone really settled here. Ja, würde ich auch. It's really nice. Komm, wir bleiben jetzt hier. I wish I could be in there with you. Wow, Alter. It must be a security measure. A structured path we have to follow. Well, let's find the next working one. Okay, die Teleporter, also das ist jetzt wie so eine Hauptbasis, verstehe ich das richtig? Und die Teleporter, die schalten wir nach und nach frei. Es hat jetzt einen finden, der funktioniert. Der hier sieht doch danach aus. Okay. Ich hoffe, das ist ein bisschen linear. Ich hab grad gedacht, da schwirrt irgendwas drin rum. Hat sich so angehört. Es wird da ein Äffchen auf dem Baum sitzen oder so. Und ein bisschen wuseln. So. Was haben wir denn hier Schönes? F richtet das Foto aus. Wie jetzt? F. What do you mean? Oh shit. Entschuldigung. Warte mal. Zurück. Bitte. Da ist das Ereignis. Ach so, warte mal, ich muss, das snappt dann so ein. Verstehe. Follow the gray brick road. Ich würde gerne mal wissen, wie aufwendig das ist, so eine Spiele zu machen. Ich bin da mal übel fasziniert von. Okay. Boah, soll ich mal? Alter, schreibt mir das mal in die Kommentare. Soll ich beim nächsten Mal für die Folge 2 dann mal Lena dazu holen und wir spielen das irgendwie gemeinsam? Weil irgendwie, also, ich meine, ich spiele und wir kommentieren halt. Das ist irgendwie so cool. Ich glaube, das wäre auch ein Spiel, was so sie so ein bisschen faszinieren würde. Oh, ich habe ein Sammelobjekt. Entchen 1 und 4. Süß. Maybe there's a surface you can use to climb up there. Oh ja, vielleicht. Da finde ich doch ein Foto. Yeah. Wait. Wie mein? Reicht das? Oh, natürlich nicht. Oh no! Oh shit.
Ich kann das doch auch drehen. So, ne? Ja. Geil. Das sollte passen. Dann teleportieren wir uns mal. Gut, wir brauchen wieder zwei Batterien. Wir müssen erstmal da rein. Also eine Möglichkeit finden, das zu öffnen. Dann... Hier entsteht ein Schatz. Ja, das glaube ich. Yo, was für eine geile, friedliche Gesellschaft hier. Die machen nichts anderes außer malen. Also scheinbar sind es auch irgendwie alle gestorben oder so, aber... Unsere Zukunft ist rosig. Oh. Oh. Oh, sorry. I mean, wie... Boah, ich habe jetzt irgendjemand das Haus da hinten weggemacht, oder? I'm sorry. Was mache ich denn damit jetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber auch ein Himmel? Ist eigentlich ziemlich egal, oder? Ja, lass mal ein bisschen Sonne rein. Immerhin das. Komm mal. Ich wünschte, das wäre irgendwie großflächiger. Kommt immer mal so eine Melodie. Oder müssen wir damit was machen? Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich noch nicht. Dann raschelt's doch hier im Gebüsch. Gib mir nichts erzählen. Was ist mit diesen Amuletten immer? Ich verstehe es nicht. Okay, wir könnten mal gucken, dass wir von außen da irgendwie reinkommen. Zukunft ist rosig. Haben wir noch irgendwo ein anderes Foto? Oder wie darf ich das verstehen? Ansonsten muss ich noch mal zurückspulen irgendwie. Bevor ich die drei da platziert habe. Kannst du was mit denen irgendwie anfangen können? Zack, zack, zack. Oh. Wenn, Oh! Ich mach die Wand damit... Holy shit! Okay. Das habe ich noch nicht wirklich geschnallt. Ja gut. Zwei Stück brauchen wir. Oh, Entschuldigung. Hab ich verdrückt. Teleporter benötigt Energie. Oh, drei Stück brauchen wir. Wo ist denn noch einer? Vielleicht hier drinnen und wir sehen ihn gar nicht. Das könnte natürlich sein. Jetzt, ich weiß halt nicht wo. Oh, guck mal, haben wir Einlass. Oh, yes. Ach, sehr schön. Was für ein cooles Spiel. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Sehr. Okay, let's go. Wo kommen wir diesmal hin? Alright, da ist ein Foto. Ich will erstmal... Oh, das ist ein Entchen. Ach, süß. So Lebkuchen. Entchen 2. Ich hoffe, ich verpasse die nicht. Mirren bevorzugt kühlere Farben für ihren Arbeitsplatz. Wer ist Mirren, Alter? Ich finde einen besseren Farbverlauf. Huh. Sorry, ich bin allergisch. Auf Mirren. muss ich dahin? Es geht doch immer darum, den nächsten Teleporter zu finden. Der Teleporter wurde zerstört. Ich hab den kaputt gemacht. What? Oh, ich wusste gar nicht, dass der da ist. Warte. Da, wo ist er? Oder muss ich da dann doch hin, oder was? Moment mal.
Kommen wir so darüber? Ist es das? Oh Gott. Wait. Paradox-Stabilisierung fehlgeschlagen. Was zum... Oh shit. Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to have you. Ist das ein geiles Spiel? Oh mein Gott! Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. Ooh. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Nice. We'll get it sorted, and then it's off to the races with you. Krieg ich die Cam? Scheinbar irgendwie noch nicht. Warte mal, interagieren. Who knew it'd be this tricky to get ancient tech back in working order? Boah, ich bin so beeindruckt. This junk lying around. Don't be cruel, Jesse. These people were trailblazers. We could find a real tree of life in there. Or is it more accurate to call it a lightning rod? Also alles nur eine Simulation. Schätze. The weather disruptor really might be the game changer we need. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Was das ist. Wenn es wie die Realität wirkt. Das ist ja das Interessante bei solchen Spielen, dass es halt irgendwie, dass du dich dann fragst, okay, aber wenn das die gleichen Eigenschaften hat wie die Realität, wo liegt dann der Unterschied? Ob es künstlich ist oder nicht. Heftig, Leute, die Zukunft. Schon ein bisschen ungemütlich. Not gonna lie. Knopf drücken. Fehler entdeckt. Was muss ich denn drücken? Alle aus? System online. 0 von 5. 1 von 5. Oh, ich muss das alles resetten, sozusagen. Verstehe. Nice work. Looks like we're back online. Ready when you are. Okay. Who knew it'd be this tricky to get ancient tech back in working order? Just look at all this junk lying around. Let's go. Bring mich zurück. These people were trailblazers. We could find a real tree of life in there. Or is it more accurate to call it a lightning? Sorry, dass ich da nochmal drauf geklickt habe und die mich jetzt für voll labert, aber. Oh. Kehre zur Hauptwelt zurück. Stunning as I remember it. Let's get our bearings and find where we left off. Ich find's halt auch cool, dass sie trotz der Tatsache, dass sie alleine ist, hast du so einen Narrator. So. Einfach so eine Erzählerin, die dich begleitet in dieser Geschichte. Wie halt der Doktor bei Superliminal. Der dich sozusagen durch diese Testwelt führt. In einem Radio war das, glaube ich. Okay. Probieren wir das jetzt einfach sozusagen nochmal? Wir gerade versucht haben? Ich weiß nicht. Zum Ausrichten drücken. Hopp. Ja, wir sollten hier immer auf derselben Höhe bleiben, sozusagen. Photos are back to normal too. Okay. Excellent. Should be smooth sailing from here. Hopefully. Wait. Es ist immer näher dran, als ich denke. Hopp. Cool. Let's go. Fantastisch. Oh. Ich dachte, ich kann mit der Kamera irgendwie was machen. Da weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir das später. Zeichnung aufheben. Oh. Oh. Boah. Wie krass. Oh mein Gott, ey. Was für eine Production Value. Hier haben wir was. Eine Aufzeichnung. I found it. Now this was a funny one.
not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Ey, ich bin so geflasht. Komm mal da rein. Wie cool, Alter. Ich wünschte, Lena wäre jetzt schon am Start. Vielleicht mache ich auch eine etwas kürzere Folge, sodass wir, sodass ich das alles mit uns zusammen irgendwie nicht verpasse. Das ist halt auch so herrlich friedlich. Oh, was ist da drunter? Your mind is limitless. This was fun. Few things make me happier. Das finde ich gut, dass man das auch hört, wenn man weggeht. Ich liebe das, wenn das Spiele machen. Okay. Back to Schwarz-Weiß-Welt. Was ist das immer? Warum ist da so ein Schloss? Weil es uns zurück zu unserer Wohnung sozusagen bringt. Level erneut besuchen. Ich glaube schon, dass ich das so verstehen kann. Haben wir jetzt einen anderen Transporter hier freigeschaltet? Ich glaube ja diesen. Übel schön. Okay, wir brauchen 2 Batterien. Was haben wir hier? Oh, it must be. Fotokopierer. A photocopier. I'll test it out. Hä? Oh, warte mal, ich kann Fotos vervielfältigen. Okay, Moment. Einmal zumindest, damit wir 2 Batterien haben. Warte. Yes! Okay, also es ist natürlich in schlechterer Qualität. Natürlich! Wie auch sonst. Du kannst Objekte nur unter dir aufheben, was? Hä? Ich stand wahrscheinlich drauf oder so. Gut, weiter geht's. Die Rätsel sind bislang echt nicht schwer, aber es ist so verdammt cozy einfach. Hier ist das dritte Entchen. Oh. Hier ist noch ein Kopierer. Das ist beschränkt natürlich. I see. Ich würde sagen so. Aber wie muss ich das denn? Also warum ist da ein Kopierer? Oh da. Oh, hä? Was bist denn du? Ach, wie süß. Untersuchen. Wasser muss nicht riechen. Ich muss immerzu darüber nachdenken, während ich Hiraya heute zusah, wie sie ihre Pflanzen pflegte. Dieser Ort macht süchtig und das gleicht die Fehler aus, denen wir hier begegnen. Wir erschaffen Schönheit aus dem Nichts. Die einige, aber nicht alle unsere Sinne anspricht. Streng genommen ist unser Code ein technisches Wunderwerk und nichts begeistert mich mehr, als neue Strukturen zu entwerfen. Auch vor lauter Staunen vergisst man zu leicht, wer eine echte Blume riecht. Und ich will nichts vergessen. Okay. Datteln, Alter. Ich müsste das Foto vorher kopiert haben, sonst komme ich da nicht hin, ne? Das zackt jetzt natürlich ein bisschen. Mal gucken. Ich wünschte, das ginge schneller. Damit man nicht allzu viel Zeit vergeudet. Okay. Dann machen wir das mal so. Und ich glaube, wenn wir... Moment, vielleicht von da oben. Wie soll man da rankommen? Moment. Ist der Transporter, aber wie?
Geht es so? Oh, ich komme da auf die Spur. Yes! Yes! I wonder what else is in. Oh, what's that? That looks interesting. Let's check it out. Okay. Hallo. Was geht? I must admit, I'm surprised you made it this far. It's been a while since someone's wandered around this place. Is er das? It's good to have you. Shall we continue onward? The train will take us to Horaya Station, a place where science and art meet nature. Mein Gott, das ist so crazy. Na dann, wollen wir mal. Optionale Level. Ja, bitte. Let's go. Aran was a brilliant designer. Kommst du mit? Oh ja, du kommst mit. Lovely artistic elements you see are all thanks to his hand. Oh, this is awesome. Though his colleagues were just as amazing in their own right. Their work was always said to change the world. Or so they said. Often. Süß. I'm Kate, by the way. Yeah. An artificial record keeper. Dachte ich mir schon. Mirren to maintain this den Mirren entwickelt I'll hat. Here to assist you in also Mirren ist... Ist das eine Freundin, oder? Wonders you discover. Holy shit, sieht das krass aus. Oh, ich hoffe, mit der ist nichts passiert oder das Spiel wird sich irgendwie sad. Oh, wenn ich ein Entchen wäre, wäre ich doch hier irgendwo versteckt, oder nicht? Weiß ich nicht. Die waren bislang doch ziemlich offensichtlich, muss man einfach sagen. This must be the next set. Zum nächsten Level teleportieren. Maybe we'll find out more about the work being done in this area. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Ich gucke nach einem Entchen. Hier wurde auf jeden Fall irgendwas Science-mäßiges getrieben. Ja, ja, ja. So viel steht fest. Oder habe ich das Entchen jetzt verpasst, weil ich jetzt irgendwie zu einem anderen Standort gereist bin? Das kann natürlich auch sein. Okay. Ja, aber drei Stück habe ich jetzt gefunden, die gesperrt sind. Wo war denn jetzt derjenige, der mich wegbringt? Hier. Geh mal gucken. Hallo? Ich werde es nie als Selbstverständlichkeit ansehen, das eigene Werk zu betreten. Oh. So cool. Man kann sich einfach fläzen und dann so ein bisschen die Aussicht genießen. Warte mal. Einfach nur mal kurz zum Chillen. Muss ja auch ab und zu mal sein. Das um sich herum in sich aufzusaugen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wo wir weitermachen. Ich höre Bienen. Ich kann da leider nicht hoch. Oh, und rüberspringen ist auch ein bisschen sehr knapp. Oh, da oben ist was. Kommen wir aber nicht so hoch. Gibt es irgendwo ein Foto, was wir verpasst haben? Was ist das eigentlich? Ein Teilstück von irgendwas? Das könnte so eine Art Puzzle sein. Ah, guck mal hier. Ah. LOL. Nice one. That's weird. Sorry. Das ist übel geil. D
Ich bin so fasziniert. Es tut mir leid, wenn ich etwas wortkarg erscheine. Aber... warte mal. Wir setzen mal Ihmchen hier zusammen. Am besten. Ah, wir müssen von da oben gucken, ja. Dachte ich mir doch. Yippie! Let's go! Fantastisch! Oh, Telefon? Hör auf an. Oh, thank God, you answered. It's me. I don't know how it happened, but somehow I lost direct communication. Die spricht irgendwie mit sich selbst. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine though. We can talk using this method, as long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system, so I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Deine ganze harte Arbeit hat dich zu diesem Moment geführt. Wir werden die Welt verändern. Bring die Planungssitzung mit. Ah, these are interesting experiments. And I like that they're reliant on creativity. There's a lot of creativity in nature. Hier sind wirklich andere Dinge dann versteckt. Ah, ich habe die letzte Ente nicht gefunden. I'll make sure to keep an eye out and see how this experiment might blossom. So, die Frage ist nun wiederum. Warte. Wir haben da hinten. Ah, da kommen wir aber gar nicht hin. Wait. Können wir eine Tür bauen mit einem gewissen Winkel sozusagen? Wenn wir. Oder sind das Bilder, die wir von der anderen Seite nur irgendwie zusammensetzen können? Bin ich nicht sicher. Oh. Oh, ach, hier ist ein Foto. Halte. Ja, aber. Ich meine, wir können halt hier die Wand wegmachen, ne? Irgendwo Bananen? Nee, aber hier ist ein Zettel. Es braucht nur ein Samenkorn. Boah. Das große Krabbeln, oder was? Ja! Das Ding nervt! Boah, ich kann das gar nicht machen mit dem Ding hier. Warte mal, ich muss das irgendwie wegmachen. Wo habe ich noch ein Foto? Ansonsten wird's ätzend. Ansonsten komme ich hier nicht an diesen Teleporter ran. So eine Scheiße! Oder kann ich das, wenn ich nahe stehe? Nee, ich müsste hier ein bisschen zurück. Okay, das heißt, ich muss zurückspulen. Dang it! Ich muss diese Kante da wegmachen. Ist ja fürchterlich. Oder bringt das gar nichts? Warte. Von hier. Das machen wir weg. Yeah. Ja, da musste ich hier. Müsste ich damit besser dann klarkommen. Guck. Oder auch nicht. What? Wie ist das gemeint? Wie kann ich die irgendwie umsetzen? Die finde ich irgendwie doof. Ich kann nicht weit genug rausgehen. Oh, okay. Stelle ich mich gerade irgendwie doof an oder funktioniert hier gerade irgendwas nicht? Drücke R doppelt. Ah, ich kann es schneller machen. Sorry. Das habe ich nicht begriffen. Das Problem ist jetzt halt hier.
Oh Gott. Ach, wie soll ich das machen? Ich verstehe es nicht genau. Oder muss ich das mit den Bergen irgendwie abgleichen? Wir probieren das mal aus. Vielleicht passt das ja jetzt. Ich hatte nur bei dem das Gefühl, ich muss irgendwie ein bisschen weiter zurück. Warte, jetzt. Jetzt ist es doch. Es hackt so ein. Aber es funktioniert nicht. Mann, setz mir das hin. Come on. Guck mal, es hackt so ein. Da. Oh, ist das, weil hier so eine dumme Schräge ist und es deswegen nicht geht? Komm schon, ist doch jetzt perfekt. Ey, tut's nicht. Och, jetzt. Da darf keine Schräge sein, sonst dreht das Ding durch. Und das habe ich doch schon hier, glaube ich. Das habe ich schon gesehen, ja. Puh, komisch, also merkwürdigerweise irgendwie eine schwere Geburt. Wo sind deine Bananen, Alter? Zeig mir sofort deine Banane. Sofort. In jedem Level soll es doch eine geben, das regt zum Denken an. Fantastisch, mach mich als nächstes. Es ist immer eine Freude, einen Meister bei der Arbeit zuzusehen. True Story. Biokohle-Chargen-Tests. But doesn't two pair beat three of a kind? Not a five-card draw. More in Texas Hold'em. There are no Texans here. I fail to see why we should play by their rules. It's more about statistical rarity than culture, I believe. Yeah, you know, a mass thing. Just to speed. Who needs to bluff when you can count cards? When you put it that way, muss ich alle Hebel einfach aktivieren? Oh shit, shit, shit. Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ah. Ist eigentlich immer relativ zugänglich. Moment, und jetzt? Ich schätze mal, die müssen alle an sein. Jetzt sind es zumindest die drei. Jetzt müsste es eigentlich das farbliche... Ja, genau. Wait. Ah, ja! Dankeschön! Jetzt geht's nämlich schon wieder zurück zum Hauptareal, sage ich jetzt mal. Areal, die Meerjungfrau einfach. Ey, okay, ihr Lieben. Ganz ehrlich, ich würde das gerne aufheben. Ich würde an der Stelle eine kleine Pause machen, weil irgendwie... Ich habe gerade schon so viel recorded und meine Augen sind irgendwie so ein bisschen gedamaged. Ich freue mich, hier zurückzukommen. Ob allein oder mit meiner Freundin, die bestimmt sehr fasziniert sein wird von dieser Welt hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Weil das spiele ich auf jeden Fall weiter. Lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.